Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der HG Bar. Mehr Auswahl, mehr Service, mehr Leben. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Rathausfensters der Stadt Wriezen. Jetzt im März haben wir wieder viele verschiedene Themen für Sie zusammengestellt. Beginnen wir als erstes mit zwei unserer Ehrenbürger. Der Todestag unseres Ehrenbürgers Dr. Kuinuma jährte sich wieder einmal am 8. März. Dazu fand ein stilles Gedenken am Grab des Arztes statt. Und auch in diesem Jahr hat uns die japanische Stadt Hachiyoshi 5000 Kraniche geschickt. Der Kranich steht in Japan für Treue, Glück, Liebe und Unsterblichkeit und wird in vielen Regionen als heiliger Vogel gesehen. Die bunten und langen Ketten kommen zusammen mit liebevoll gestalteten Briefen im Rathaus an. Darin formulieren Schüler und Erwachsene immer einen Gruß an alle Bürgerinnen und Bürger von Wriezen. Gegenüber dem verstorbenen Arzt drücken sie damit ihre Bewunderung und Ehrung aus. Die Bewunderung für Dr. Kuinuma ist in Japan deutlich zu spüren. So haben viele japanische Bürgerinnen und Bürger über 3 Millionen Yen gespendet. Mit diesen umgerechnet 23.000 Euro konnte ihnen der Wunsch nach neuen Kirschbäumen für die Stadt Wriezen erfüllt werden. Diese werden zukünftig den Vorplatz des Friedhofes mit ihren beeindruckenden Blüten schmücken. Zum diesjährigen Deichfest am 3. Juni wird unser Bürgermeister dann zahlreiche Besucher aus Hachiyoshi begrüßen dürfen. Denn der Oberbürgermeister hat sich bereits mit einer Delegation angemeldet. Kommen wir nun vom Gedenken zu einem persönlichen Treffen. Am 13. März feierte Wriezens Ehrenbürger Martin Fuchs seinen 90. Geburtstag. Eine kleine Delegation ließ es sich daher nicht nehmen und besuchte Herrn Fuchs in Berlin. Auch der Stadtverordnete Herr Eberhard Tonne überbrachte seine Glückwünsche persönlich. 27 Jahre lang war Martin Fuchs Pfarrer der evangelischen St. Marienkirche in Wriezen. Viele von Ihnen können sich sicherlich noch an persönliche Begegnungen mit ihm erinnern. Neben den zahlreichen Trauungen, Gottesdiensten und Taufen begleitete er den einen oder anderen auch durch schwierige Zeiten des Lebens. Besondere Verdienste erwarb sich Martin Fuchs auch durch seine menschliche und ruhige Art während der Wendezeit. Aus diesem Anlass wurde ihm am 31. März 1995 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wriezen verliehen. Zum ersten Advent dieses Jahres soll die sanierte Kirche mit einem Festgottesdienst feierlich eingeweiht werden. Dazu hat unser Bürgermeister Herrn Fuchs bereits persönlich eingeladen. Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung von Wriezen soll im Sommer 2024 ein großes Stadtfest gefeiert werden. Im Mittelalter wurde Wriezen im Jahr 1247 erstmals als befestigte Siedlung am Fluss urkundlich erwähnt. Das Stadtrecht wurde erst 90 Jahre später erteilt. Die 777 Jahrfeier wird bereits jetzt vorbereitet. Den Besuchern möchten wir immerhin ein vielfältiges und interessantes Programm bieten. Ob nun Ausstellungen, Bühnenperformance, Tanz, Kleinkunst und Theaterprojekte. Ob Sie einen Stand aufbauen möchten, ein kleines Turnier veranstalten oder mit den Kindern malen und basteln wollen. Die Organisatoren der Stadt Wriezen freuen sich über unterstützende Angebote der Vereine, Akteure und Unternehmer zur Vorbereitung und Durchführung des Stadtfestes. Gesucht werden auch regionale Anbieter, Hobbybastler, Handwerker, die ihre Tätigkeiten den Besuchern des Stadtfestes vorstellen möchten. Wenn Sie mit Ihrer Idee dabei sein wollen, können Sie sich gern bei der Stadtverwaltung melden. Zur genaueren Absprache werden wir uns mit Ihnen anschließend in Verbindung setzen. Für unsere Kameradinnen und Kameraden in Wriezen und den Ortsteilen wird die Arbeit nicht weniger. Nach dem aktuellen Stand mussten die ehrenamtlichen Helfer in diesem Jahr bereits 28 Mal ausrücken. Zu den meisten Einsätzen in dieser Region gehören sogenannte Türnotöffnungen und leider auch die technische Hilfe bei Verkehrsunfällen. Als Begründung gab die Abteilung der Feuerwehr die allgemeine Witterung an. Vor allem die Sturmtiefs hätten die Zahl erhöht. Aber auch gerade jetzt, wo der Frühling noch auf sich warten lässt, geraten Autofahrer oftmals in Notsituationen durch Glatteis. Neben den vielen Einsätzen absolvieren die Kameraden der Wehren auch noch die notwendigen Weiterbildungen. So konnten 6 Kameraden den Lehrgang zum Drehleitermaschinisten im Februar erfolgreich abschließen. Das Hubrettungsfahrzeug mit der Drehleiter ist eine Besonderheit in der Wriezener Wehr und wird oftmals auch überörtlich für Notfälle angefordert.
Die Wriezener Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr deutlich mehr Einsätze zu verzeichnen. Konkret waren 146 Notfälle eingegangen und so deutlich mehr als in den letzten Jahren. Damit war die Feuerwehr im Durchschnitt circa jeden dritten Tag zu einem Einsatz gerufen worden. Und solch ein ehrenamtliches Engagement muss gewürdigt werden. Da sind wir uns doch alle sicherlich einig. Daher soll in diesem Jahr der Tag des Ehrenamtes wieder gebührend stattfinden. Jeder Dritte von uns engagiert sich ehrenamtlich. Ohne dieses Engagement reduziert sich eine unkomplizierte Hilfe und unzählige Freizeitangebote auf ein Minimum. Mit einem Festempfang und dem Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt Wriezen wollen wir diese Person auch in diesem Jahr wieder würdigen. Und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, entscheiden, wer auf diese besondere Art und Weise geehrt werden soll. Ob Sie im Verein, im Kultur-, Sport-, Senioren- oder Sozialbereich ehrenamtlich tätig ist. Auch die nette Nachbarschaftshilfe zählt dazu. Vorschläge können bis zum 31. Mai bei der Stadt Wriezen eingereicht werden. Die Vorschläge sollten neben Angaben zur Person auch eine kurze schriftliche Darstellung der besonderen Verdienste beinhalten. Die Festveranstaltung findet dann am 14. Oktober statt. Und Achtung, der nächste Termin, den Sie sich vormerken sollten, ist kein Aprilscherz. Das Storchenmuseum in Altgaul öffnet am 1. April wieder die Türen für alle großen und kleinen Besucher. Zum Frühlingsanfang konnte leider noch kein Storchenpaar begrüßt werden. In der Regel werden die meisten Störche erst für Ende März bis Anfang April erwartet. Wer dennoch etwas über den beheimateten Weißstorch erfahren möchte, ist im Storchenmuseum gut aufgehoben. Ob als Glücksbringer oder Frühlingsbote, Märchenfigur oder Zugpferd im Naturschutz. Herr Wartenberg vom Storchenmuseum kann viel Interessantes und Wissenswertes über Meister Adebar berichten. Seit 1978 beherbergt der ehemalige Ziegelbrennofen eine kleine Ausstellung. Direkt gegenüber befindet sich auch ein Lehrpfad. Nach dem Besuch des Storchenmuseums kann man auf dem ca. 1 Kilometer langen Wanderweg zusätzlich unterhaltsame Fragen und Antworten zum Storch erfahren. Ein Ausflug zum Storchenturm lohnt sich übrigens auch für Geschichtsinteressierte. Denn der Storchenturm Altgaul ist nicht nur ein etwa 150 Jahre altes, einmaliges Denkmal der Ziegelindustrie, sondern auch der letzte der einst weit verbreiteten märkischen Ziegelbrände. Bei Fragen oder der Anmeldung von größeren Gruppen wenden Sie sich bitte an die Stadt Wriezen unter der Telefonnummer 033 456 49124. Die ersten Frühlingsboten sind bereits zu sehen und mit ihnen beginnt bei vielen auch der Frühjahrsputz im Garten und im Haus. Mal schnell den Sperrmüll an der Straße oder die Gartenabfälle am Waldrand abladen. Auch Bauschutt findet immer öfter den Weg in unseren Wriezener Stadtwald. Die Menge an illegal abgeladenem Müll steigt aktuell wieder stark an. In diesen Fällen muss sich unser Ordnungsamt um das Problem kümmern. Die Kosten für die Entsorgung trägt dann die Verwaltung. Und somit jeder von Ihnen, liebe Bürger. Das Ordnungsamt ist für alle sachdienlichen Hinweise auf einen Verursacher dankbar. Und wer bei einer solchen illegalen Müllentsorgung erwischt wird, bezahlt ein hohes Bußgeld. Unterstützung beim Müllsammeln kommt zum Glück auch von einigen privaten Putzaktionen. Auch die Johanniterschulen planen eine Reinigungsaktion an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Für das Engagement bedanken wir uns bereits im Voraus. Der Merker kann zusätzlich für Hinweise bei größeren Verschmutzungen genutzt werden. Sie werden nicht gestreichelt und haben auch kein mit Decken ausgelegtes Körbchen. Seit einiger Zeit bereitet der sprunghafte Anstieg von Fundkatzen vielen Tierheimen große Sorgen. Auch das Ordnungsamt der Stadt Wriezen hat in der kurzen Zeit des neuen Jahres bereits mehrere Katzen ins vertraglich gebundene Tierheim geben müssen. Die Ursache dieses Problems sind mitunter die unkontrollierten Vermehrungen. Auch vom nett gemeinten Füttern der Streuner rät das Ordnungsamt dringend ab. Die Aufnahmekapazitäten der Tierheime sind bereits jetzt erschöpft und die Wurfzeit der Samtpfoten beginnt erst. Aber Vorsicht! Nicht jede herumstreunende Katze ist gleich herrenlos. Wer dennoch Streuner auf der Straße beobachtet, sollte unbedingt das Ordnungsamt informieren. Ein Alleingang zum Tierheim kann unter Umständen kompliziert und teuer werden. Nun möchte ich Sie nochmals auf ein wichtiges Thema hinweisen. Der Landkreis Märkisch-Oderland sucht nach wie vor Jugendschöffen für die Amtsgerichte.
Allein die Stadtverwaltung Wriezen sucht für die Amtsperiode 2024 bis 2028 immer noch 7 neue Schöffinnen und Schöffen. Die Wahlen finden zwischen dem 16. August und 31. Oktober statt. Grundsätzlich kann jeder Bürger im Alter zwischen 25 und 70 Jahren das Amt übernehmen. Jeweils 2 Schöffen sitzen gleichberechtigt mit 1 bis 3 Berufsrichtern auf der Richterbank und entscheiden in den Beratungszimmern gemeinsam über ein Urteil für die Angeklagten. Amtierende Schöffen müssen von ihren Arbeitgebern für das Ehrenamt freigestellt werden. Angestellte unterliegen in den 5 Jahren einem Kündigungsschutz. Weitere Informationen und alle Bewerbungsformulare finden Sie auf der Internetseite des Landkreises Märkisch-Oderland oder auf wriezen.de. Kommen wir nun zu unseren kommunalpolitischen Terminen. Die nächste Stadtverordnetenversammlung findet am 30. März statt. Kurz vor dem Osterwochenende tagen vom 3. bis zum 6. April unsere Fachausschüsse, wie gewohnt, im Rathaus. Der Hauptausschuss lädt dann am 20. April ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Und jetzt wird es sportlich. Die Damenmannschaft der Landesklasse Süd des TKC Wriezen e.V. hat am 18. März ihr letztes Spiel in Lübben. Die Gegner sind der TSG Lübben 65 und die 4. Mannschaft von Energie Cottbus. Mit Siegen in diesen Spielen könnten die Frauen mit einem der obersten Tabellenplätzen ihre Saison abschließen. 2 Volleyball-Jugendmannschaften konnten sich bei ihren letzten Spielen für die Endrunde des Regionalpokals qualifizieren. Die erste Männermannschaft des FSV Blau-Weiß Wriezen siegte am 11. März gegen den 1. SV Oberkrämer mit einem herausragenden Ergebnis von 4:0. Am 25. März sind die Herren im Spiel um den Kreispokal dann zu Gast beim FC Strausberg. Und auch am 18. April läuft die Karpe 11 erneut in der Energiearena auf. Anstoß des Nachholspiels ist um 19.30 Uhr. Das nächste Heimspiel der Herren findet am 1. April um 15 Uhr im Stadion am Bockberg statt. Zu Gast ist dann Eintracht Bützow. Aber auch andere Veranstaltungen in den kommenden Wochen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Am 8. April lädt der Heimatverein Eichwerder zum Osterfeuer ein. Und auch der Oderbus nimmt an diesem Tag seine Fahrt wieder auf. Zu weiteren interessanten Veranstaltungen in unserer Region finden Sie alle wichtigen Informationen im Veranstaltungskalender auf wriezen.de. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen und freue mich, wenn Sie auch zur nächsten Ausgabe im April wieder einschalten würden. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Ihre Juliane Ehlert.